Ja, Manhattan, 7:15, 22. September. Und da ist der East River. Und da sieht man auch die Brücke, die vorderen zwei. Das ist die Brooklyn Bridge. Und dahinter, schauen noch mal, eine sieht man einen Pylon, wo es zweigeteilt ist, der ist normalerweise blau. Das ist die Manhattan Bridge. Die erste war die erste, also die Brooklyn Bridge, die war die erste, die eine vernünftige Verbindung zwischen Brooklyn und Manhattan gemacht hat. Die hat ein Deutscher gebaut, der Rüblin. Also da sieht man die zwei hinten, das ist gar nicht so weit weg, das ist die Manhattan. Und im Vordergrund der eine starke Pylon, das ist die Brooklyn Bridge. So, wir liegen in Brooklyn, im Kreuzheim. Das Gebäude, an das kann ich mich gar nicht erinnern. Ich glaube, da sind sie noch am Bauen oder haben sie neu gebaut. Ein Riesending. Das steht also in Manhattan. Also das ist halt das Manhattan. Hier unten. Und im Vordergrund ist Governors Island. Die Gouverneursinsel hier. So, und da hinten, das ist schon Hoboken müsste das sein, also New Jersey. Und dazwischen, was man jetzt schlecht sieht, da ist der Hudson River. So, dann kommt hier die Lady herself, die Liberty, auf Liberty Island, die Freiheitsstatue. Ja, mal sehen, ob man noch irgendwo eine Staten Island Fähre sehen. Die sind so orange, die fahren hier ständig hin und her. Vom Battery Park an der Liberty vorbei, rüber nach Staten Island. Ne, gerade keine unterwegs. Fahren immer zwei Stück, begegnen sich ungefähr in der Mitte. Immer, ja. Wir sind auf unserer Balkonkabine. Auf der Regal Princess und hier unten ist schon ein Tankschiff. Wird wieder aufgetankt, da geht es heute ja gleich wieder weiter. Die fährt, glaube ich, wieder hoch nach Halifax und dann in den St. Lorenz-Strom mit den Leuten rein. Und macht also nochmal eine Nordtour jetzt und danach fährt sie dann in die Karibik und da bleibt sie im Winter. Ja. Frühjahr fährt sie wieder zurück, die gleiche Strecke, ja, wie wir jetzt hergefahren sind. Zumindest mal bis Kopenhagen. Ja. Toll, herrliches Wetter. Schön warm.